Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute endlich mal wieder mit einem Video aus meinem Studio. Und heute geht es wieder um dieses PC-Projekt. Das ist das Corsair 1000D bzw. der 10.000 Euro Gaming-PC, den wir hier bauen. Und heute gibt es endlich das nächste Video dazu. Es ist ja jetzt längere Zeit nichts gekommen. Das hatte mehrere Gründe, ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber ja, heute geht es endlich weiter damit und wir werden heute schon mal ein System hier einbauen. Aber nicht unbedingt das Hauptsystem. Okay, das werden wir vielleicht auch einbauen, aber wir werden heute ein zweites System in diesem PC einbauen. Das ist eine Sache, die ich am Anfang eigentlich gar nicht machen wollte. Ich habe euch im ersten Video ja gefragt, ob ihr ein zweites System da drin sehen wollt. Und ich selbst war dem eigentlich eher abgeneigt, weil ich muss sagen, ich habe den Sinn von zwei Systemen in einem PC damals noch nicht so ganz verstanden. Aber viele von euch haben mir eben in die Kommentare geschrieben, dass sie da drin ein zweites System sehen wollen. Und auch die anderen, die dieses Projekt machen, haben alle ein zweites System eingebaut. Und letztendlich habe ich mich jetzt auch dazu entschieden. Und klar, es gibt mehrere Wege, wie man das machen kann. Man kann zum einen natürlich ein Ökosystem, wie zum Beispiel in der Höllenmaschine, einbauen. Man hätte noch ein zweites Videoschnittsystem einbauen können, ein Hackintosh zum Beispiel. Aber was wirklich die meisten von euch da drin sehen wollten und was ich jetzt auch machen werde, ist, ich werde ein zweites Gaming-System hier einbauen. Der Sinn dahinter ist natürlich, dass man zu zweit dann an einem PC zocken kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine ziemlich coole Sache, die ich irgendwie am Anfang gar nicht bedacht habe. Weil ich muss sagen, zu zweit an einem PC zocken, das macht irgendwie auch Sinn. Vor allem, weil so viele Spiele heute nun einen Online-Koop-Modus bieten und kein Splitscreen mehr. Und ja, da ist es doch eine ganz coole Sache, denke ich. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt heute das zweite System hier einbauen, wahrscheinlich auch schon mal das Hauptsystem und dann sehen wir, wie viel Platz noch in diesem Case drin ist. Das zweite System passt übrigens hier unten rein, also quasi auf der Netzteilabdeckung und das Hauptsystem hier unten ganz normal am Tray und ihr seht schon, wie mordsmäßig viel Platz in diesem Case ist. Deswegen werde ich natürlich auch um eine Wasserkühlung nicht rumkommen. Wir werden eine Custom-Wasserkühlung in einem der nächsten Videos einbauen und auf das werdet ihr versprochen nicht so lange warten müssen wie auf dieses Video hier. Ich habe da ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Respekt vor, weil das wird ja meine erste Custom-Wasserkühlung. Die Bierwasserkühlung zählt nicht so wirklich. Und ja, wir werden dann sehen, ob das Ganze funktioniert. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zum Zweitsystem und ich zeige euch, was für Teile da so eingebaut werden. Und das ganze System wird später auf dieser CPU basieren. Das ist der i5-8400 und das ist eine extrem starke Gaming-CPU, weil das wird einfach, wie gesagt, nur ein Gaming-System, kein Videoschnittsystem oder irgendwas. Und da wäre auch irgendwie ein i7-8700K oder ein Ryzen einfach total overpowered gewesen, denn der i5-8400 ist eine mega, mega starke Gaming-CPU. Der ist schnell genug für alle aktuellen Spiele. Man kann mit dem selbst theoretisch in 4K zocken. 144 FPS Gaming ist gar kein Problem. Und ja, wie gesagt, die ist einfach mega stark, die CPU, bietet ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und was die reine Gaming-Leistung angeht, kann das Teil sogar mit einem i7-7700K konkurrieren, ganz einfach, weil es ein 6-Kerner ist und die neue Coffee Lake-Generation einfach super stark ist. Und als Mainboard kommt in dem System ein ROG Mainboard zum Einsatz, das Z370i Gaming. Das ist ein ITX Mainboard und das hat wirklich alle Funktionen und alle Features und noch mehr als das, was wir brauchen können. Mit dem Board könnte man natürlich, wenn es eine K-CPU wäre, auch übertakten. Wir haben hier eine CPU ohne K, deswegen geht das natürlich nicht. Aber wie gesagt, es hat alle Funktionen und alles, was wir brauchen, sieht natürlich auch noch totschick aus, hier mit RGB. Und ja, das wird die Grundlage unseres ITX-Systems. Außerdem hat das Board zwei RAM-Bänke, die mit jeweils 2 GB Corsair Vengeance LPX bestückt werden. Der hat 3000 MHz und ich denke, das sollte für so ein kleines Gaming-System auf jeden Fall genug sein. Und damit natürlich auch alles schön kühl und vor allem auch leise bleibt, kommt ein Johnsbo CR701 Kühler zum Einsatz. Das ist der größte Kühler, den ich finden konnte, der hier noch in dieses System reinpasst unter die Grafikkarten. Und ja, ich hoffe, der wird seinen Dienst gut verrichten und die CPU schön kühl halten. Und weil eine reine APU zum Zocken natürlich nicht ausreicht, kommt in unserem Fall noch eine fette GeForce GTX 1080 zum Einsatz im Strix Custom Design von ROG. Und ja, das ist schon eine ziemlich fette Grafikkarte, auch für so einen i5 und vor allem für ein zweites Gaming-System. Und ja, da wird ordentlich was los sein. Unser zweites Gaming-System wird richtig, richtig Power haben. Ich meine, es soll am Ende ja auch Spaß machen, zu zweit an den PC zu zocken. Und der zweite Spieler sollte damit vermutlich auch wirklich alle Spiele auf Ultra spielen können und in der Regel auch mit 144 FPS. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Netzteil und es ist ein Corsair SF450. Das ist so ziemlich das beste SFX-Netzteil, was man aktuell kaufen kann. Ich glaube, im Test vom Computerbase haben sie sogar gesagt, dass es besser als die meisten 400 bis 500 Watt ATX-Netzteile ist. Und ja, das wird eben genug Strom, genug Energie für unser System bereitstellen. Und ja, es hat auch genug Power für eine 1080 und den i5-8400. Und jetzt, wo alle Teile des Zweitsystems feststehen, werden wir das jetzt natürlich auch erstmal zusammenbauen.
So, ich hoffe, der kleine Zusammenbau-Porn zu dem Zweitsystem hat euch gefallen. Das Ganze ging jedenfalls ziemlich flott. Ich glaube, das ging jetzt insgesamt vielleicht 20 Minuten, 15 Minuten, sowas. Es war im Endeffekt ja auch nichts anderes als Mainboard auspacken, CPU drauf, RAM drauf, M2 SSD, Grafikkarte einstecken, CPU-Kühler natürlich noch und das war's im Endeffekt auch schon. Und ja, ich habe die Zeit jetzt genutzt und habe auch das Hauptsystem bzw. mal das Mainboard mit CPU und RAM hier eingebaut. Grafikkarten sind noch nicht drauf. Das hat den Grund, dass die natürlich später auf den Wasserbau Block umgerüstet werden. Deswegen, Leute, habe ich übrigens auch Founders Editions genommen. Die Frage haben mir so viele Leute gestellt, warum hast du Founders Editions verwendet? Die werden so heiß, der Kühler so scheiße und so weiter. Aber Leute, für die Founders Editions gibt es einfach die meisten Wasserblöcke. Und ja, das ist der Grund, warum ich sie hier in dem Bild verwendet habe, weil wir sowieso später eine Custom-Wasserkühlung drauf machen werden. Und da ist die Founders Edition einfach die beste Wahl gewesen. Und ja, ich hätte gesagt, wir kommen jetzt noch mal kurz hier zum Zweitsystem. Das ist wirklich, wirklich winzig. Klar, ist ein ITX-System, aber ich meine, schaut euch mal an, verglichen zu dem Gehäuse, wie winzig das da unten links einfach nur ist. Das ist einfach heftig. Hat vorher noch ein bisschen krasser gewirkt, als das Hauptsystem nicht drin war. Aber ja, es ist einfach wirklich ein Minisystem. Und ja, ich finde es jetzt auch ziemlich cool eigentlich, dass hier zwei Systeme drin sind. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie das später dann sein wird, zu zweit an einem PC zu zocken. Ich habe schon echt Bock drauf, das zu testen. Das passt jetzt natürlich nicht mehr hier ins Video rein. Ich glaube, das ist schon relativ lang, ist immer relativ schwer abzuschätzen, wenn man das so in Anführungszeichen live macht hier. Und ja, das war natürlich nicht das letzte Video zu diesem Projekt. Es werden noch mindestens zwei Stück kommen. Wir werden auf jeden Fall die Custom-Wasserkühlung zusammen hier drin zusammenbauen. Bin ich schon mal ziemlich gespannt, wie das werden wird. Und dann wird es natürlich auch noch ein ausführliches Testvideo geben zum Hauptsystem, zum Zweitsystem, die Unterschiede in den Temperaturen zu den Stockkühlern und so weiter und so fort. Das wird alles noch kommen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Und ich hätte gesagt, damit war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.